Hallo alle zusammen. Ich möchte heute eine Frage beantworten. Nach meinem Video italienischer Rundmarschenanschlag, wo ich in Reihen gestrickt habe, habe ich eine Frage gekriegt, ob man diesen Rundenanschlag auch in Runden stricken könnte. Natürlich. Das ist eine Mütze und hier, wenn man ein bisschen sehen könnte, habe ich einen italienischen Rundenanschlag benutzt, aber natürlich dann in Runden. Und das zeige ich heute. Trotz, dass dann später in Runden gestrickt wird, selbst der Anschlag, die ersten zwei Reihen müssen Sie in Reihen stricken. Detailliert habe ich natürlich in anderem Video. Ich werde jetzt etwas schneller machen und nicht viel erklären. Wenn Sie das wissen wollen, dann schauen Sie bitte das andere Video. Ich nehme jetzt für etwa 30 Maschen oder 28 dreimal so lang, als ich brauche. Ich denke, das wird dann so 30 Maschen und dann dreimal so lang, dass ich dann später noch vernähen könnte. Mit dem gleichen Faden, nicht zwei Fäden, nicht zwei Knäuel haben. Ganz normal über die zwei Finger nehmen. Und ich nehme normalerweise für Patentstricken, nimmt man eine Nadelstärke etwas kleiner, eine halbe oder sogar eine Nadelstärke kleiner. Jetzt mache ich das nicht. Ich möchte es einfach zeigen. Und ich finde, dass dieser Anschlag wird nicht so elastisch wie ein doppelter Kreuzanschlag. Deswegen, selbst für den Anschlag würde ich nicht so klein Nadel wählen, sonst wird das ein bisschen zu eng. So. Das ist die Variante. Jetzt zeige ich die Variante, wo ich die erste Masche schon auf der Nadel habe. Erst die rechte Masche. Dann die linke Masche. Also nochmal, ich mache es nicht so langsam. Dafür bitte, wenn Sie lernen möchten, wie das geht, schauen Sie einfach das andere Video. Ich nehme immer mal rechte, mal linke Masche, mal rechte, mal linke, rechte, linke. Und für die Runden brauche ich eine gerade Maschenanzahl. In dem Fall hatte ich schon eine erste Masche, einen Umschlag sozusagen auf der Nadel. Das wird eine zu viel, die werde ich dann später in Runden abnehmen, damit die Runde geschlossen wird. Das passiert nur mit dieser Variante. Linke, also ich habe mit rechter Masche angefangen, ich musste mit einer linken eigentlich enden. Ich weiß nicht, wie viele jetzt sie an mir angeschlagen haben, ich kann die auch später wegnehmen. So, das ist die rechte und dann die linke. Die letzte Masche. Entweder müssen Sie sehr stark aufpassen, dass sie nicht wegfällt, wenn Sie umdrehen. Ich muss einfach die letzte Masche befestigen, sonst rutscht die einfach weg. Die zähle ich als linke Masche. Dann umdrehen. Und jetzt schauen wir mal, die müssen ein bisschen auseinanderziehen. Die drehen sich natürlich ganz stark um, da müssen Sie aufpassen. Das war die rechte Masche und letzte linke. Die linke Masche wird auf der Rückseite rechte Masche, ein bisschen wegziehen und stricken Sie in der ersten Reihe einfach rechts. Danach kommen die Maschen, das war die rechte Masche hier. Hier ist mit Querfaden eine linke Masche und die linke Maschen heben wir ab. Faden nach vorne und vor dem Faden, Faden nach vorne und die Masche abheben. Danach kommt eine Masche, die quer liegt. Das ist dann die rechte, rechts verschränkt. Und so die ganze Reihe, mal rechts verschränkt, mal abheben. Nochmal, wenn Sie genau wissen, noch lernen möchten, schauen Sie bitte ein anderes Video. Also ich stricke jetzt diese Rückreihe, die allererste Rückreihe bis Ende. Und ich möchte noch nicht auf Nadelspiel verteilen, weil das ist noch alles zu wackelig und unbequem. Das kann man auch am Ende machen. Am besten stricken wir einfach die zwei Reihen noch auf normal und erst dann schließen wir in eine Runde. Ja, das ist sehr stark verdreht. Müsste ich fast jede korrigieren jetzt am Ende. So, die letzten Maschen. Das war meine Anfangsschlinge. Und dann die rechte Masche. Hier wird sie auf der Rückseite natürlich als linke Masche abgehoben. Und diese Schlinge, wenn wir sie jetzt abheben, die geht auf,
Die stricke ich ganz normal rechts. Ich kann sie jetzt nicht verschränkt abstricken, die fällt einfach runter. Das ist nur eine erste Rückreihe gewesen. Bei dieser Reihe, wenn wir jetzt, wir können, das ist die zweite Reihe, die muss noch gestrickt werden. Wir können einfach ruhig die stricken mit einer Nadel oder gleich auf mehrere, bitte Geübte, machen Sie das, gleich auf mehrere Nadeln, auf Nadelspiel verteilen. Ich stricke einfach noch eine Reihe, das ist einfach bequem und erst danach verteile ich die Nadeln. Das ist meine allererste, die später abgenommen wird, die zähle ich jetzt nicht zum Muster. Wir fangen hier mit einer rechten Maschen und die linke abheben, so wie in der ersten Reihe gewesen ist. In Reihen läuft es immer das gleiche. Auf beiden Seiten rechte Maschen stricken und die linken Maschen abheben mit Faden vorne. Also meine erste Randmasche sozusagen ist jetzt links, dann hebe ich die auch mit dem Faden vorne links ab. Die rechte Masche, die sieht man hier, ist eine rechte Masche, stricken rechts. Und die linke Masche, Faden quer, abheben, Faden vorne. So die ganze Reihe durch. Und hier die Geübten würden jetzt die andere Nadel nehmen und gleich weiter stricken. Können wir auch machen. Ja? Aber es ist einfach vor der Kamera ist ein bisschen zu wackelig, das alles zu machen. Stricken wir einfach die zweite Reihe durch. Gleich wie die erste Rückreihe. Das ist unsere vordere Seite. Das können wir erkennen, weil das Schwänzchen hier hängt links. So, langsam hier die rechte. Und die letzte linke Masche auch Faden nach vorne und abheben. So, jetzt am besten ist natürlich auf den Tisch legen. Und hier auf Nadelspiel verteilen. Ich zähle die Maschen nicht, ich mache es einfach ungefähr. Ist ja auch noch nicht wichtig, man kann immer die Maschen verteilen dann später. Nur etwa gleich auf jede Nadel. So, ich habe jetzt das ganze Nadelspiel auf den Tisch aufgelegt, dass es einfach bequemer ist. Passen Sie auf, dass der Anschlag nach innen schaut und nicht verdreht ist. So bloß nicht. Sonst kriegen Sie Babys. So, kleiner Faden hängt vorne, unser Faden vom Knäuel geht nach oben drauf. Jetzt nehmen wir das alles in die Hand. Und jetzt nicht vergessen, dass wir eine Masche am Anfang zu viel hatten. Ich nehme jetzt diese Masche, die zu viel ist, einfach auf die rechte Seite. Damit habe ich die Runde geschlossen und jetzt stricken wir in Runden. So nochmal, wir haben erste zwei Reihen gleich gestrickt, die rechten Maschen gestrickt und die linken mit Faden vorne abgenommen. Und jetzt in Runden ändern sich etwas. Jetzt wieder erste Runde, die läuft noch gestrickt wird genauso wie am Anfang, weil das erste Runde ist. Ist nichts Neues. Genauso gleich stricken. Die rechten Maschen, die liegen hier so, wie normale rechte Masche. Die stricken wir auch rechts. Die linke Masche immer noch mit Faden vorne abgenommen. Also bis jetzt ist das alles gleich und nicht schwer. Anfänger würden mich jetzt fragen, na, sind zu viele Nadeln, ich mag kein Nadelspiel haben. Sie können natürlich auch Rundnadel nehmen. Einfach nehmen Sie die kleinste, die Sie finden können. Das ist wahrscheinlich 40 cm dann lange Nadel. Zwischen den Nadeln ein bisschen Faden fester ziehen, sonst wird es etwas zu locker, aber nicht zu viel. Sie werden schon Ihren Rhythmus und die Stärke finden. Also immer wieder rechte Maschen stricken, linke Maschen mit Faden vorne abheben. Damit kriegen wir auch diese
aufwendiger wie beim Doppelstricken. Ich mag lieber die linken Maschen eigentlich auf der rechten Nadel nehmen. Das ist bequemer. Typisch Doppelstrick eigentlich. Anders genannt, wenn man höher strickt, dann kriegt man Tunnel. Habe ich auch in dem letzten Video gezeigt. Also können Sie bitte da nachschauen, wenn Sie noch Fragen haben. Das ist richtig. Ich möchte wieder eine linke Masche lieber haben. Ist einfach bequem, wenn die linken Maschen noch gestrickt werden. Aber an der rechten Nadel bleiben. Das ist jetzt noch eine letzte. Und dann müssen wir die Masche zu viel ist abnehmen. Da sind die letzten zwei Maschen. Da ist die Runde gewesen. Um zu wissen, welche Masche ist das eigentlich. Hier war die rechte, jetzt kommt die linke Masche. Und wir haben, wegen der, die zu viel war, zwei. Ich würde jetzt die nicht abnehmen. Ich stricke die jetzt zusammen und zwar links, weil jetzt die linke Masche kommt. Und etwas fester ziehen. Runde ist geschlossen, zwei letzten zusammengestrickt. Jetzt haben wir wieder nächste Masche, kommt rechte, linke, rechte. Aber jetzt ist das, was jetzt geändert wird. In Reihen haben wir immer gleich gestrickt, in Runden. Zweite Runde. Denken Sie immer an, für dieses Muster immer zwei Reihen oder zwei Runden. Um ganze volle, richtige Runde zu haben, müssen wir wie zwei Reihen stricken. Jetzt kommen sie nicht durcheinander, ich sage mal Reihen oder Runden. Wir stricken trotzdem in Runden, aber im Kopf behalten Sie das Grundmuster mit zwei Reihen. Egal wie ich sie jetzt nennen, zwei Runden oder Reihen, die müssen zwei sein für eine volle, vollgestrickte italienische Anschlagrunde. Wenn Sie nur eine Runde verpassen, dann ist das Muster nicht richtig. Also in Runden, zweite Runde. Wir haben rechte Maschen gestrickt und linke abgehoben, jetzt umgekehrt. Die rechten Maschen werden jetzt abgehoben und die linken gestrickt. So, das ist die rechte Masche. Da haben wir die gestrickt und jetzt abheben. Und der Faden bleibt hinten. Abheben, wie zum Lindstricken von oben einstechen. Und einfach rechte Masche abheben, ohne zu stricken. Der Faden bleibt hinten. Danach kommt linke Masche. Wir haben die immer abgehoben. Jetzt stricken wir. Irgendwann muss die Masche einfach gestrickt werden. Die können nicht in jeder Runde abgehoben werden. Also einfach links stricken. Danach kommt wieder eine rechte Masche. Wie zum Linkstricken von oben einstechen. Faden hinten abheben. Dann kommt wieder die linke Masche. Links stricken. Rechte abheben, Faden hinten und die linke stricken. Der Faden, wenn wir in einer Runde, in der ersten Runde vorne vor der Masche haben, in der zweiten Runde hinter der Masche, dann bleibt er immer im Tunnelanschlag, immer dazwischen, in der Mitte. Also wieder rechte abheben, linke stricken. Zwischen den Nadeln fest anziehen und so die ganze Runde. Das ist die zweite Runde. Rechte abheben, linke Hälfte Maschen gestrickt, Hälfte abgehoben. Rechte abheben, linke stricken. Und die letzte, wenn Sie zu diesem Garnschwänzchen ankommen, das ist die Runde zu Ende. So, jetzt haben wir zwei volle Runden gestrickt. Wenn zwei Runden hintereinander gestrickt werden, dann ist das richtige Muster vollkommen. Wenn wir damit aufhören möchten, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie mit der zweiten Runde beenden. So, an dieser Stelle zeige ich Ihnen, wie es aussieht. Sehen Sie, das ist hier rund. Das ist genau das, was ich mit dieser Mütze gemacht habe. Ich habe nur zwei erste Reihen gemacht und dann zwei Runden und das war es. Danach habe ich damit aufgehört und mit Muster angefangen. Ich halte das fest. Das ist genauso hier. Wenn Sie diese zwei Runden, zwei Reihen und zwei Reihen hin und zurück und zwei Runden gestrickt haben, können Sie schon hier mit egal welchem Muster anfangen, egal was Sie da stricken. Wenn Sie einen schönen Rippenmuster haben möchten oder Patentmuster,
haben. Das ist vielleicht besser, jetzt schon anfangen. So, wenn Sie möchten, machen Sie weiter. Wenn Sie nicht möchten, hören Sie hier auf und machen Sie Ihr Muster. Hoffentlich habe ich die Frage beantwortet und Sie haben es jetzt verstanden, wie geht das italienische Anschlag in Runden zu stricken. Wenn Sie weiter stricken möchten, dann vergessen Sie nicht immer zwei Runden wiederholen. Bei einer Runde rechte Masche gestrickt, bei anderen wird sie abgehoben. Jetzt haben wir zwei Runden komplett gemacht und wir möchten nochmal zwei oder mehrere machen, dann beginnen wir wieder mit der ersten Runde. Die rechte Masche vorher haben wir abgenommen, jetzt stricken wir sie wieder. Rechte Masche stricken, linke haben wir gestrickt, jetzt heben wir die ab und Faden vorne jetzt. Die Faden in der rechten Hand heben. Ich bin keine Strickenfüte in dem Fall, so ich mag es nicht so gerne, weil ich gewöhnt bin, kontinental zu stricken. Also die rechte Masche würden Sie einfach normal stricken. Und die Masche abzuheben, Faden vorne, nehmen Sie den Faden nach vorne und heben Sie die linke Masche einfach ab und dann Faden nach hinten. Das war es. Wieder die rechte stricken. Habe ich die andere Richtung gestrickt? Ja. Dann Faden wieder nach vorne. Masche abheben, wie zum Linkstricken und wieder zurück. Das war es eigentlich. Okay, das ist die Runde, wieder die erste Runde. Und jetzt wieder, das war die erste und jetzt machen wir die zweite. So, die linken haben wir gestrickt, jetzt heben wir die ab. Und so ist das immer das Gleiche, nur die zwei Runden. Wo liegt der Faden? Faden bleibt hinten und die rechte Masche abheben. Linke Masche, die war abgehoben, jetzt stricken wir. Richtig abheben. Können Sie richtig schön erkennen, dass ein Tunnel ist. Das ist richtig schon puffig jetzt. Noch runder geworden. Zwei Reihen hin und zurück und vier Runden. So ist es. So sieht es jetzt aus. Sie können ja auch hier Ihre Mütze oder Socken weiterstecken. Und auch Handschuhe. Und ab hier mit Muster beginnen. Ich würde sagen, ich bleibe hier stehen. Sie können das ewig lange machen, so viel wie Sie wollen. Und über den Tunnel habe ich noch letzten Video gezeigt, wenn ich die Nadel da reinsteche, der liegt wirklich drinnen. Sehen Sie, da, darum ist der auch runder Anschlag. So, hoffentlich habe ich Ihre Frage beantwortet.